Debatte über Rettung für Schwimmbäder in Not. Deutschland ein Land der Nichtschwimmer? Nur 41% der 10-jährigen Kinder in Deutschland sind sichere Schwimmer. Schulkinder, die nicht schwimmen können. Marode Becken. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft fordert einen Masterplan für Schwimmbäder. Mit wochenlanger Verspätung öffnete am Montag das Waldbad. Fachkräftemangel. Waldbad erneut vor der Schließung. Freibad bleibt das ganze Jahr 2020 geschlossen. Schleichendes Bädersterben in Deutschland. Guten Morgen, Caro. Schlecht geschlafen? Keine Angst, war nur ein Traum. Es ist Mitte April 2020, die Sonne scheint, das Wochenende hast du frei. Was willst du machen? Woran denkst du? Ein Kurztrip an die Ostsee? Leider nicht erlaubt. Ins Fitnessstudio auspowern? Fehlanzeige. Ah, Saunabesuch, eine gute Idee. Leider auch geschlossen. Du hast noch einen Vorschlag? Sorry, das Theater und der Tanzclub mussten schließen. Festivals und Konzerte sind abgesagt. Caro, es tut mir leid, aber Freunde treffen beim Lieblingsitaliener geht auch nicht. Okay, du willst Bewegung, den Kopf frei bekommen und endlich mal wieder Leute treffen, nach 6 Wochen allein in deiner Einraumwohnung? Verstehe ich irgendwie. Und dazu willst du ins Freibad? Aber die haben doch auch alle zu. Da darf momentan auch keiner rein, außer der Schwimmmeister und die Angestellten der Stadt. Stimmt nicht? Dann ist das aber ein besonderes Freibad. Noch ist Lockdown. Wie soll das denn gehen? Das musst du mir unbedingt erklären. Ach, du willst ins Romanusbad nach Siebenlehn, in die kleine Gemeinde Großschirma? Ja, da geht freilich alles. Dieses Freibad ist bis heute wirklich ganz einzigartig in Sachsen. Seit 2001 wird das Freibad komplett ehrenamtlich durch einen Verein betrieben. Alle Bürger vom Kind bis zum Rentner helfen mit. Daher ist nicht alles perfekt, aber man ist mit Herz und Seele dabei. Und das schon seit mehr als 20 Jahren. Vom Schwimmmeister über die Rettungsschwimmer bis zum Kassendienst, Reinigung und Grünpflege. Alles wird ehrenamtlich in Teamwork durch die Bürger erledigt. Dort geht man in der Freizeit hin, um zu arbeiten. Kurios. Dabei trifft man auf nette Leute in Gummistiefeln. Alte und junge, große und kleine. Selbst die Rettungsschwimmer. 90 hat der Verein in 20 Jahren ausgebildet, sind ein bunter Haufen. Alle halten zusammen und arbeiten für die gleiche Sache. Das Freibad den nachfolgenden Generationen zu erhalten. Und die Belohnung? Ist jeden Sommer ein tolles Badevergnügen zum kleinen Preis? Sind glückliche Kinder, fetzige Sportfeste und die besten Pommes sind, na klar, die aus dem Freibad-Kiosk. Selbst nach offiziellem Ende der Badesaison gibt es jeden Sonntag etwas zu sehen im Romanusbad. Da kommen die mutigen Eisbader und Extremschwimmer. Bis zu 20 Mutige. Manchmal ist im Winter mehr los als an einem verregneten Frühlingstag. Ein Ort der Begegnung. Egal ob für Sport, Erholung oder den Arbeitseinsatz. Also los, Caro, auf! Du hast eine Mission und musst eine gute Tat vollbringen. Im Freibad gibt es noch jede Menge zu tun, wenn ihr gleich nach dem Lockdown öffnen wollt. Ihr müsst die Becken kärchern und schrubben, das restliche Laub entfernen und die Hecken verschneiden, Rasen mähen. Das Sprungkissen braucht eine Grundreinigung. Ihr müsst die Pumpen und die Chlorgasanlage startklar machen und Chemie bestellen. Ihr braucht ein Hygienekonzept und einen heißen Draht zum Gesundheitsamt. Irgendwoher müsst ihr Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Masken auftreiben. Eine Einlasskontrolle für 350 Personen etablieren und Besucherströme in engen Bereiche lenken. Absperrungen und Hinweisschilder nicht vergessen. Danach eine Arbeitsschutzunterweisung für die Kassierertruppe, Rettungsschwimmer und Reinigungskräfte organisieren. Ach Caro, hast du genug Klopapier? Ach, die Betriebsprüfung der Berufsgenossenschaft steht auch an. Die kommen auch noch. Ihr müsst die begonnenen Kurse für die Nachwuchsrettungsschwimmer umplanen, die Prüfungsbedingungen an die AHA-Regeln anpassen und Dienstpläne machen. Und Caro, wie geht's? Sieht so aus, als hättet ihr trotz Corona alles geschafft. Wie habt ihr denn die Probleme mit dem Bargeld gelöst? Und die Besucherstromlenkung? Und das mit den 350 Besuchern? Mussten Leute draußen bleiben? Was war dieses Jahr mit der Beachparty? Und sonst? War sicher langweilig ohne Veranstaltung? Hallo. Mein Name ist Jens Kupper, ich bin Olympiamedaillengewinner im Schwimmen, Fan, Unterstützer und Förderer des Romanusbads in Siebenlehn. Hier haben Menschen die Möglichkeit, im ländlichen Bereich dem Schwimmsport und dem Badespaß zu frönen. Deshalb
Toi, toi, toi für die weiteren Projekte und auch ich bin dieses Jahr wieder mit dabei. Moment, Caro. Ihr habt Schwimmkurse für jedermann angeboten. Mit dem Jens Krupa, dem Olympiamedaillengewinner von Sydney und Athen? Möchte ich mich auch als Sportlehrer unserer Grundschule Siebenlehn hier beim Förderverein des Bades bedanken, dass wir mit unseren Kindern für viele Sportstunden, so viele Veranstaltungen und schöne Stunden hier im Freibad verbringen konnten. Denn eins weiß ich ganz genau, die Kinder schwimmen lieber 16 Bahnen hier im Wasser, als dass sie 800 Meter auf dem Sportplatz laufen müssten. Ihr bietet den Kitas und Schulen der Stadt kostenlosen Eintritt und Schwimmkurse ohne Kursgebühr? Hallo und viele Grüße aus Döbeln senden wir euch von ML Sports und vom Gesundheitssport Döbeln e.V. Und wir unterstützen die Aktion für das Romanusbad sehr gern, denn wir kommen selber sehr gern nach Siebenlehn mit unseren Feriencamps oder auch persönlich. Natürlich ist das Bad für alle ein super Bezugspunkt, gerade für die Kinder auch ein ganz, ganz wichtiger Anlaufpunkt. Und ja, wir hoffen natürlich, dass das Romanusbad in Siebenlehn erhalten bleibt und wir weiterhin tolle Feriencamps und Sportangebote durchführen können im Bad. Trotz Corona-Tiefschlag und katastrophalem Einbruch für das Gaststätten- und Veranstaltungsgewerbe hat die Firma Heide regelmäßig Nachtbaden organisiert, den Kiosk am Laufen gehalten und den Kindern ein Sportfest und Volleyballturnier ohne Hygieneregeln ermöglicht? Wirklich? Was ist mit euren legendären Eisbären? Kamen die auch auf ihre Kosten? Lass mich raten. 5 Punkte, weil es im Oktober noch zu warm für echte Eisbader war, oder? Was machen die Eisbären jetzt eigentlich, wo laut Allgemeinverfügung ab November alle Freibäder bis auf Weiteres schließen mussten? Romanusbad, Siebenlehn. Ah, ein Traum für die Eisschwimmer. Wir sind so 4 bis 5 Eisschwimmer, die regelmäßig im Romanusbad im Winter trainieren würden. Zurzeit leider nicht. Ideal wäre es natürlich, weil jetzt alle Seen ringsherum geschlossen sind. Da kann man auch nicht mehr trainieren. So bleibt mir nur noch meine Eistonne hier. Ach, wie vermisse ich das Romanusbad. Wir haben so schön für die WM im Eisschwimmen darauf trainiert. Ich hoffe, dass es nächsten Winter wieder der Fall sein wird. Aber hey, da war doch noch was. Ich habe doch auf eurer Homepage den Sternenzauber entdeckt. Als Ersatz für die Dankveranstaltung und den Weihnachtsmarkt. Papiersterne zum Selberbasteln, die von euch gestanzt, verpackt und verschickt wurden. Oder als kleine Geste an die Vereinsmitglieder verschenkt worden sind. Und der Erlös kam dem Romanusbad zugute. Klasse Sache! Obwohl noch winterliche Bedingungen sind, denken wir natürlich alle schon an das Frühjahr und an den Sommer. Und hoffen, dass wir auch wie im letzten Jahr unser Romanusbad für die Öffentlichkeit wieder zugänglich machen können, also wieder öffnen können. Wir sind mit dem Förderverein gut im Gespräch und ich möchte mich auch bei dieser Gelegenheit ganz herzlich für die Arbeit des Vorstandes des Fördervereins Romanusbad bedanken und hoffe, dass wir gemeinsam die Anforderungen der nächsten Jahre bewältigen werden. Da fasse ich mal zusammen. In Deutschland gibt es viele Freibäder und viele Fördervereine. Aber Bürgerbäder, die vollständig durch Ehrenamtliche betrieben werden, sind bundesweit die Ausnahme. Ihr seid eine Rarität! Auch 2020 konntet ihr neue Seepferdchen und Rettungsschwimmer ausbilden. In Siebenlehn haben 95% der Kinder mit 8 Jahren eine Schwimmstufe. Ihr seid Spitze im Bundesvergleich. Corona hat euch nicht in die Knie gezwungen. Unter Pandemiebedingungen entstanden sogar 3 neue Veranstaltungsformate. Für alle, die im Corona-Sommer 2020 nicht verreisen konnten, stand das Freibad offen. Und das Romanusbad hat mir meine berufliche Zukunft geebnet. Jedes Jahr werden hier jede Menge neue Rettungsschwimmer ausgebildet. Vor knapp 9 Jahren war ich einer davon. Mittlerweile bin ich ausgebildeter Fachangestellter für Bäderbetriebe und arbeite auch weiterhin in diesem Bereich. Für mich zeichnet sich das Romanusbad vor allen Dingen durch seine Familienfreundlichkeit aus. Jedes Jahr gibt es ja jede Menge Schwimmkurse und auch eine große Beachparty, bei der ich meist mitwirken darf. Das Engagement des Vorstands und der Mitglieder ist sehr hoch. Genau deshalb sollte meiner Meinung nach das Bad unterstützt werden.
Zusammen geht alles leichter, auch in schwierigen Zeiten. Bäder sterben, nicht mit euch. Ehrenamt, Engagement, Kreativität, da fallen mir ja gar nicht genug Worte dazu ein. Euer Freibad ist weit mehr als nur ein großes Schwimmbecken zum Planschen. Mit eurem Konzept, was schon Kinder und Jugendliche, aber eigentlich jeden, der es möchte, mit einbezieht, kann ich mir keinen Ort vorstellen, der mehr zum Zusammenhalt einer Gesellschaft beiträgt. Und das ist eine echt gute Tat.